Das da übrigens ist die Akropolis von Tyrins, die genauso in ihrer megalithischen Baustruktur von, glaube ich, 300 mal 50 Metern untertunnelt ist, durch labyrinthische Gänge, wie etwa später auch die Festung über Syrakus. Ich bin gerade auf dem Weg nach Kythira. Und da liegt dann auch vor uns Argos mit Larissa, mit der Burg Larissa oben drüber und dem Heiligtum des Apollon am Fuße und dem Heiligtum der Isis in der Stadt und dem kargen archäologischen Museum. Larissa hatten die Deutschen aus Versehen im Zweiten Weltkrieg bombardiert, in Verwechslung mit Palamidi. Hier kommt sie jetzt ins Bild. Warum Larissa Larissa heißt, habe ich nie herausgefunden. Sie ist auch nicht zu verwechseln mit jener Stadt in Norden Athens bei Volos, südlich von Mazedonien, südlich von Thessaloniki, die auch Larissa heißt. Sie heißt jedenfalls Larissa.